Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast. Ja, So. zu dem Podcast, die Folge 0 quasi. Richtig. Guten Abend. Und richtig, richtig, Coachy. Und wie im Trailer angekündigt, sind wir heute zu zweit und nicht zu dritt. Genau. Also hier sind übrigens Alex und Koji. Ach ja, wie unhöflich von uns. Wir haben uns nicht Noro vorgestellt. fehlt heute. Direkt mal kriegt ihr erstmal, wie heißt das hier, ein Briefchen mit nach Hause für die Eltern. Ja, aber weil sie nicht dabei ist. Aber man muss dazu sagen, sie hat sich auch schon heute beschwert, dass sie nicht dabei sein kann. Ja, eigentlich ist das hier, soll das hier ein Dreier werden, flotter Dreier. Aber Noro kann heute nicht. Aber wir sollen euch grüßen und ja, für sie ist bitter. Ja, es So. ist schade, aber wer nicht da ist, verpasst das Beste. Genau, Es ist, wie es richtig, ist. ne? Ja. Ja, wir haben Richtig. uns gedacht, seitdem jetzt auch ein Podcast über den Wendler existiert, müssen wir auch einen machen. Ja, also, oder anders, man kann auch sagen, ist gerade in. Ja, also wir haben gehört, Podcasts sind gerade in, dann machen wir auch einen. Richtig. Also, wir dachten halt, wir müssen auch mal ein bisschen mit der Zeit gehen. Wir können nicht nur YouTube und Twitch machen, wir müssen auch mal in neue Gefilde segeln, Nach der Zeit sozusagen. gehen, ja. Ja. Ja, nee, Und ich also. meine, rein vom Berühmtheitsgrad stehen wir dem Wendler ja auch nichts nach. Nee, absolut. Also, da haben wir ja auch schon Fame. Ja, immerhin haben wir auch schon ein paar Zuschauer. Ja, Richtig. aber das ist genau der Punkt eigentlich, warum wir das machen. Ja, denn wir haben uns überlegt, dass das gar nicht so schlecht ankommen könnte, wenn wir uns hin und wieder auch nochmal so ein bisschen unterhalten, vielleicht auch nochmal Themen aus dem Stream aufgreifen und ja. Vielleicht nochmal, was können wir nochmal was zum Konzept sagen, oder? Also so an sich, soll ich einfach mal machen oder Ich kann auch, Coach, wie du möchtest. Also na, wir haben das ja mach. beide ausgearbeitet. Besser gesagt, Ja. du hattest die Grund. Also stopp, andersrum. Du hattest die Grundidee, das muss ich ansagen. Du kamst irgendwann mit der Idee um die Ecke, lass uns doch mal einen Podcast machen. Und ich habe gesagt, du, ich quatsch nur gerne. Ich quatsch dich 20 Minuten lang ab voll. Da brauche ich gar keinen Podcast machen. Drück einfach auf die Aufnahmetaste. Ist okay. Zack, ohne Konzept einfach loslegen. So. Genau. Aber Konzept haben wir dann doch gemacht. Was ihr hier hört, ist übrigens 24 Stunden Gequatsche, nur halt geschickt zusammengeschnitten. Genau. Na, erzähl Nein, mal, also dann. wir haben tatsächlich ein Konzept gemacht. Ein bisschen. Also der Hauptaspekt dieses Podcasts ist so ein bisschen über Games und das zu reden, was wir eigentlich bei Verlangstreams so machen. Beziehungsweise, was uns in der Games-Welt so beschäftigt hat. So, also das ist der Hauptaspekt. Aber wir dachten, nur das wäre irgendwie nicht komplett und abgerundet. Und dann haben wir gedacht, wir nehmen auch noch ein bisschen was aus dem Alltag, weil dann könnt ihr euch uns auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. So, Ja. das waren so die zwei Säulen dieses ganzen. Genau. Also, dass man einfach mal so ein bisschen, dass wir mal so einen Schwank erzählen, euch mal abholen am Anfang. Dann erzählt jeder von uns über ein Gaming-Thema, was ihn beschäftigt hat. Jeweils 5 Minuten mit Kommentar dazu des anderen, beziehungsweise dass man nochmal kurz drüber redet. Und dann am Ende gibt es dann nochmal so ein paar Themen, die uns vielleicht auch nochmal bewegt haben, beziehungsweise Ausblicke auch auf unsere nächsten Streams und natürlich dann die nächste Podcast-Folge. Ich habe neulich völlig in eigener Arroganz festgelegt, dass der immer dienstags kommt. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen Also wir wenn hin, oder? wir haben das ja bis jetzt, also, das darf man eigentlich gar nicht erzählen, Kochi. Wir haben das bis jetzt auch richtig gut hinbekommen. Also wir hatten uns, glaube ich, schon zwei oder drei Termine gemacht für die allerersten Aufnahme des Ja. Podcasts und davon haben wir ungefähr genau drei Termine nicht geschafft. Ja, also wir nehmen das ernst. Ja, wir nehmen das wirklich richtig ernst. Also wir haben da total Bock drauf. Also das muss man dazu sagen, wir haben Ja, das wirklich stimmt. total Bock drauf. Aber es ist halt, wie es immer ist, das Privatleben und das Leben hat halt auch ich sag mal, wie soll man sagen, keine Rücksicht, nimmt keine Rücksicht auf unser Podcast und auf unser Leben eigentlich, weißt du? Dauernd Ja. müssen wir uns irgendwelchen anderen Sachen beugen. Ja. Ja. Genau. Also stehen beide mitten im Leben und dann gibt es halt Dinge, die gehen halt vor. Leider, Bei ja. mir war es zum Beispiel jetzt Gesundheit diese Woche ganz stark. Ich hatte wegen diesem Wetter ziemlich viel mit Migräne zu tun. Also ich habe dann so, als letzter Termin ist zum Beispiel ausgefallen, man kann es ja sagen, ich hatte eine Aura. Ja, also ich bin ja grundsätzlich eher so ein Medium, ja, aber ich Ich habe wollte halt gerade eben. sagen, Aura klingt auch immer so, als ob du wirklich so umnebelt bist und entweder in so einem Esoterikstudio so irgendwie so schlechte Stimmungen empfangen hast und deswegen dann an dem Abend nichts mehr machen durftest und eigentlich nur noch Couch und sonstiges. Ja, so eine Art war Als ob es auch. dir So. so eine höhere Macht gesagt hat, nee, heute lieber Couch und gar nichts machen. Nee.
Ja, so in der Art ist das auch. Aber wer das kennt, der weiß, also man kriegt dann, ich habe dann immer Probleme mit dem Gucken. Also ich sehe da nichts mehr. Das ist so, als wenn so Teile vom Sichtfeld einfach plötzlich weg sind. So, ja. Also so wie wenn du streamst. Du Ja, siehst halt genau. nichts Wenn mehr. ich Counter-Strike spiele, so in der Art ist das. Ja, und dann dauert das ungefähr eine halbe Stunde, 20 Minuten in so einem Dreh und dann kriege ich plötzlich, dann geht das weg. Von jetzt auf sofort, als wenn man Lichtschalter ausschaltet oder einschaltet. Und dann fangen mörderische Kopfschmerzen an. Und in der Zeit muss ich dann immer schon mir eine Tablette reinknallen und irgendwas nehmen, damit die Übelkeit nicht so reinkickt. Ansonsten wird das ein richtig geiler Abend. Und ja, so habe ich mich dann halt lieber darauf spezialisiert, dann das wegzukriegen, damit ich am nächsten Tag dann wieder hier am Leben teilnehmen kann. Ja, klingt auch so richtig wünschenswert. Ja, Also da habe ich da hat richtig man so Bock richtig Bock drauf. drauf. Kann ich auch jedem mal, muss man mal gemacht haben. Ist geil. So. Aber lass uns mal jetzt nicht nur über mein Rumgeheule hier, sondern vielleicht mal über unsere Themen, also über unsere Gaming-Themen reden. So, ja. Und zwar, wir haben uns jetzt beide ein Thema ausgesucht mit Spielen, die uns irgendwie so interessieren. Und da würde ich dich einfach mal anfangen lassen. Genau. Also bei mir hat es ein bisschen aktuelleren Bezug. Und für alle, die so ein bisschen auch unsere Streams und unseren YouTube-Kanal verfolgen, ich habe einen schlimmen Abschied feiern müssen diese letzte Woche. Und zwar tatsächlich Kingdom Come Deliverance durchgespielt. Und das war irgendwie überraschend. Also ich habe den Stream gemacht und dachte so, okay, heute zocken wir wahrscheinlich bis zum Ende. Aber als es dann wirklich da war, dachte ich so, oh krass, wir haben es ja wirklich geschafft. Und das war im ersten Moment so nicht realisierbar, weil es halt echt eine super lange Zeit war. Also ich habe angefangen im Januar und jetzt war Juni. Also, ich hab das gar nicht so, ehrlich gesagt, so, das hat mich völlig überfahren. Ich war ja mit im Stream und vielleicht mal anders. Ich finde, dieses Spiel, das ist ein Geheimtipp, ne? Das muss man mal sagen. Also, als du angefangen hast mit Kingdom Come Deliverance, habe ich noch nie davon gehört vorher. Und ich dachte mir so, okay, das wird wieder irgendwie sowas ein. Dann hat es am Anfang noch ein paar technische Probleme. Dann dachte ich, okay, voller Schrott, ja. Und dann gucke ich so die ersten paar Folgen und denke mir, Alter. Und dann ist natürlich was für mich auch noch so als Streamer noch interessant ist. Dann kamen dann plötzlich Leute, die sich das auch noch mit angeguckt haben und zwar regelmäßig. Also du bist ja jemand, der da auch durchaus Zuschauer mit anzieht. Und ich dachte mir, boah, ist das geil. Das Spiel ist ein absoluter Geheimtipp, das muss man mal sagen, ne? Kingdom Come Deliverance, absolute Empfehlung. Ja. Ja, genau. Also ich hatte das ja schon ewig in meiner Steam-Bibliothek liegen. Also wirklich super, super Von lange. wann Seit ist Release. das? Das ist von 2018. Ich habe es damals vorbestellt, weil es halt schon so, ich glaube, es gab mal so Grafik oder so, ja, so Grafik-Engine, so Trailer könnte man das fast sagen. Da konntest du einfach nur durch die Landschaft laufen und eigentlich nichts machen. Da war wirklich kaum Gebäude und nur die Ja. Landschaft. Und ich glaube, damals hatte das auch. Wir können ja hier ruhig Namen nehmen. Auch Gronkh, glaube ich, hatte da so ein Video von gemacht. Und dann dachte ich so, boah, sieht das krass aus. Ich meine, 2018 war natürlich auch noch eine andere Zeit, rein grafisch. Ich meine, das ist ja eine sehr schnelllebige Zeit, hat sich alles wahnsinnig viel getan seitdem. Aber trotzdem, für damalige Verhältnisse richtig, richtig krass. Und dann kam das irgendwann raus und ich dachte, okay, gleich vorbestellt, gleich gespielt. So, dann kamen aber die ersten 2 Wochen und dann waren da richtig, richtig viele Kinderkrankheiten im Spiel. Und seitdem habe ich das irgendwann einfach weggelegt und nie angerührt, weil ich davor auch so ein bisschen Angst hatte, weil es so ein Monstrum ist. Und das war es ja dann tatsächlich auch. Wobei ich noch nicht mal alles gespielt habe. Das muss man auch dazu sagen. Ich will nicht sagen, ich habe viel ausgelassen, aber ich habe mich so an ein paar Gegebenheiten einfach orientiert beim Spielen. Und bin dann trotzdem super lange da dran geblieben. Und da kann man echt viel Zeit rein versenken an dem Spiel. Ja, weil das ist halt letztendlich GTA nur im Mittelalter, ne? Kann man sagen, oder? Also man wird ein bisschen mehr geführt, aber also hast nicht ganz so eine krasse Open World, aber eigentlich kannst du ja den ganzen Tag drum rumreiten und Sachen machen, oder? Richtig, du kannst die Hauptsachen einfach, die Hauptquests einfach irgendwie links liegen lassen und dich einfach nur mit den ganzen Leuten, Menschen, Quests und sonstigen anderen Sachen beschäftigen und kannst das andere dann ganz ans Ende schieben. Und ich habe da versucht, das immer so ein bisschen parallel zu machen. Aber als dann, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, das Ende war, dachte ich so, wie, das ist jetzt das Ende? Und dann dachte ich so ein bisschen, wow, okay, krass. Das war, glaube ich, auch mein allererstes Roleplay oder Rollenspiel am PC, was ich gespielt habe, wo man die letzte Quest einfach auch gar nicht macht. So. Man hat das ganze Spiel eine Aufgabe oder zwei. Und am Ende des Spiels macht man keine davon. Also das Spiel ist zu Ende und diese beiden Quests sind halt einfach noch offen. So.
Das war für mich der absolute Killer, wo ich dachte, so, für jeden, der so dieses typische Denken hat, ich muss jede Quest machen, ich muss alles erfüllen, ich muss alles komplett zu Ende haben, muss das echt so ein richtiger Arschtritt gewesen sein. Na, für mich kam es plötzlich irgendwie so. Also, ja. Das hat so mich ein bisschen überfahren, ehrlich gesagt, das Ende, weil ich nicht gedacht habe, dass wir jetzt dann doch schon so am Ende sind. Ja. Also, es war kein schlechtes Ende, aber es war so ein Ende so wie, oh krass, okay, cool, ich hab's durchgespielt. Krass. Ja, ja, auf jeden Fall der Hammer. Also für mich auf jeden Fall eine krasse Zeit, die damit zu Ende geht. Und du hast recht. War so ein Geheimtipp im Sinne von, ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste auch nicht, dass das so eine krasse, enge Community hat. Also es gibt ja so eine Liebhaber-Community dahinter, die halt dieses Spiel irgendwie 10 bis 20 Mal, keine Ahnung, durchspielt und dann versucht, jede mögliche Variante, wie man Quests irgendwie machen kann, zu machen. So. Und das finde ich krass. Also das habe ich bei Welten bei seinem Spiel erlebt, dass man das so oft und nur so oft wiederholen möchte, dass man wirklich alles mal mitgenommen hat. Das fand ich auch schon sehr beeindruckend. Und ich sag mal, jetzt hast du ja noch Add-ons dazu, oder? Also was käme da jetzt noch? Also anhand der Kommentare, die so gekommen sind, sollte es wohl so um die 10 Stunden zusätzliche Spielzeit sein. Also es wären dann, sag mal, für unsere Verhältnisse vielleicht so, ja, ich sag mal, gute 3 Streams, könnte man fast sagen. Ne? Ich muss mal gucken. Also die DLCs haben sehr, sehr viele unterschiedliche Themen. Ich hatte ja schon angekündigt damals im Stream, dass ich das wahrscheinlich nochmal irgendwann spielen werde, aber dann auch eben mit meinem neuen Rechner zusammen. Genau. Ja, das macht Sinn. Ja. Eben um halt auch den technischen... Ja, genau. Also dass es nicht wieder Probleme gibt. Das hemmt dich ja doch schon zur Zeit so ein bisschen. Richtig. Also abschließend zu sagen, war es auf jeden Fall eine krasse Woche. Auch jetzt für mich, weil jetzt erstmal so eine Leere entsteht und ich bin jetzt gespannt auf das, was kommt in Zukunft. Genau. Ja. Ich habe rausgesucht Stranded Deep. Wer es nicht kennt, Stranded Deep ist ein Survival-Game, wie sie häufig gibt zurzeit, aber mit dem Unterschied ausschließlich gegen Environment, also das heißt, oder sagen wir mal anders, Environment im eigentlichen Sinne. Ja, Environment, Natur und in dem Fall ist das auch so. Also die Geschichte ist die, man stürzt mit dem Flieger ab, landet in so einem Gummischlauchboot, in so einer Rettungsinsel, an so einer kleinen Insel. Die ist gefühlt 3x3 Meter groß, ja, so. Und dann muss man halt überleben. So, mit allem, was da so angespült wird, gemacht wird und so. Das reizt mich, weil es einfach Ambiente hat. Weil du nicht die ganze Zeit Angst vor irgendwelchen Zombies haben musst. Du bist dort auf dieser Insel, das ist ein wunderschönes Panorama, sage ich mal, wunderschöne Optik. Und es hat so dieses Cast Away, diesen Film mit Tom Hanks, so dieses Cast Away-Erlebnis so ein bisschen mit Wilson und. Einmal wie Tom Hanks Film. Ja, einmal fühlen. Wie Tom Hanks, so, ja. Ja, und das Spielziel ist es tatsächlich, aus dieser Umgebung wieder abzuhauen. Und das geht, indem man. Es gibt quasi 3 Endgegner, kann man so sagen. Das ist einmal. Also, ich will es jetzt gar nicht spoilern, aber das sind halt Tiere, große Tiere, die man besiegen muss. So, das heißt, du musst dann irgendwann anfangen, dir Waffen zu bauen und so weiter und so fort und ziehst dann los mit Floß und Speer bewaffnet und versuchst halt dieses Viech zu töten. Und wenn du das geschafft hast, dann bekommst du halt ein Bauteil für ein Flugzeug, für so ein Mini-Flugzeug. Und wenn man das alles hat, dann kann man von da abhauen. So. Ja, das ist krass. Du bist ja dann mit dieser Rettungsinsel unterwegs, kannst dann später ja auch noch andere Sachen machen, also genau. Boote bauen, glaube ich, aber du bist ja dann grundsätzlich erstmal mit dieser kleinen Rettungsinsel unterwegs und bist dann da auf diesen offenen Gewässern zwischen den Inseln und baust du dann deine Sachen zusammen und sammelst Ressourcen und machst und tust und bist halt aber auch in der ganzen Zeit nicht komplett allein. Genau. Naja, mittlerweile nicht mehr, es gibt eine Koop, einen Koop-Modus und deswegen erzähle ich es auch, weil ich das eigentlich... Genau, weil ich wollte gerade fragen, dieser Koop-Modus, ne? Gerne mal Koop spielen möchte. Hat er einen Anreiz für dich, der Koop-Modus? Ja, mit dir zusammen. Ich möchte mit dir zusammen das im Stream spielen. Das geht ab wie die Post. Wenn wir beide da nach unserem Anno-Projekt vielleicht mal ein bisschen Zeit finden, um einfach mal so eine Session Stranded Deep reinzuhauen, wo wir beide im Koop diese Insel, also quasi die 3 Viecher töten. Also natürlich mit dem Ziel, das zu schaffen. Jetzt nicht ins Unendliche zu bauen, sondern einfach, dass man sagt, okay, man...
Man baut. Also man versucht, also das Ziel, diese drei Viecher zu töten und wieder abzuhauen. Ja, dass es halt auch endlich ist, ne? Dass wir das jetzt nicht bis in die nächste Steinzeit spielen. Aber vielleicht mit dir zusammen dort einfach zu überleben. Das wäre doch mal so ein Ding für so ein, was hatten, ich hatte doch mal gesagt, so ein Wochenendprojekt. So ein 24-Stunden-Durchzocken-Wochen. So ein Wochenend-Durchzock-Spiel. So, ja. Wir geben es uns mal richtig. Ja, da kann man uns mal richtig besorgen. Genau, da kann würde, man mal... würde auch wirklich passen zum Thema eigentlich. Ja, eigentlich schon, ja. So. Also ich habe mir das ja ein bisschen angeguckt. Ich kannte es auch schon ein bisschen. Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe es auch gar nicht, glaube ich, ehrlicherweise. Ja. Aber gesehen habe ich schon des Öfteren und... Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ja, ich sag's richtig, Survival mal anders, also nicht dieses typische Szenario, wir sind auf irgendeiner Welt und da sind Zombies und wir müssen uns irgendwelche Base bauen und es gibt PvE und PvP und sonstiges oder andere Sachen. Wirklich mal so dieses gegen die Natur und gegen die Umwelt. So. Genau. Ja. Ja, also die größte Gefahr sind zum Beispiel so Seesterne oder Haie natürlich auch, da im Wasser oder was weiß ich, eine giftige Schlange gibt's dann, da musst du dann halt aus einer Pflanze, wenn die dich gebissen hat, musst du dann so ein Gegengift herstellen und so weiter. Also es ist schon umfangreich, also da kann man schon Zeit drin verlieren. Ich habe das, was ich empfehlen kann, wenn jemand das noch nicht kennt, ja, Voucher, der Streamer Voucher, der hat auch, also ich würde sagen, ist in Deutschland schon, sollte das schon ein Name sein, glaube ich, ist schon ein recht großer eigentlich, ne? Der hat mal tatsächlich das komplett gespielt und so. Und da habe ich, also ich habe das Spiel schon in meiner Bibliothek seit Release der Early Access Version. Und das war, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube so im September oder Oktober 2015. So, und ist alt. 2022 wurde das dann released. So, und so lange lag das schon bei mir rum eigentlich. Und dann hat Voucher das gespielt und ich habe da richtig Bock drauf bekommen durch den wieder. Und habe das dann angeschmissen und ja, weiß es seitdem eigentlich auch wieder so richtig schön zu schätzen, ne? Das muss man schon sagen. Also es ist schon, wird das schon gut. Aber jetzt eine Frage, Koji, an der Stelle. Ja. Kommt daher deine Angst und Phobie vor Schlangen? Nee. Aber die wird dadurch natürlich befeuert, weil es gibt auch Klapperschlangen an Land. Und vor allen Dingen, was es auch gibt, Haie. Und ich hasse so unter Wasser. So Dinge, die so unter mir her schwimmen und so, finde ich furchtbar. So im offenen Gewässer rumschwimmen, wo ich überall da, wo ich nicht einen Fuß auf die Erde setzen kann. Hass ich wie die Pest. So, das ist zum Beispiel auch da ganz großartig. Wenn ich da rausschwimme. Deswegen, du brauchst also jemanden, der dir deine hält, wenn du das Spiel genau, spielst. Deswegen wirst du mich dabei haben. Tauchen, bis der Arzt kommt und Wracks durchsuchen und so, das überlasse ich alles dir. Genau. Jetzt weiß ich auch, warum ich da mit dir spielen soll, damit du das Spiel zu Ende spielst, weil du sonst nicht das Spiel zu Ende kriegen würdest, weil du niemanden hast, der für dich taucht. Nee, ich hab's. Ja, ja, genau. Ohne dich geht's nicht. Ja, ja. Okay. Ist klar. Ja, lass uns mal so Richtung Ende nochmal sprechen. Ausblick. Was hast du nächste Woche noch so vor? Beziehungsweise, was treibt dich um? Ich habe tatsächlich Urlaub nächste Woche und ich bin so ein bisschen am Überlegen, was ich dann so mache. Also Streaming, genau das ist das, was ich dachte. Streaming-mäßig bin ich jetzt in so einem kleinen Loch. Also auf der einen Seite warte ich auf den neuen Rechner, auf der anderen Seite ist auch mein jetziges Projekt zu Ende. Das heißt, ich hänge so irgendwie so in der Luft so ein bisschen und ich werde mir dann so spontan einfach was überlegen. Kann auch einfach ansehen, dass wir einfach mal was spontan anspielen und anschmeißen. Ja. Da ich Urlaub habe, bin ich auch zeitlich ein bisschen flexibler. Finde ich gut. Mal so antizyklisch ein bisschen. Vielleicht, ja, genau. Also antizyklisch für uns heißt tagsüber. Nur noch mal so zur. Nicht zu Primetime, genau. Nicht genau. Ja, so wie ich gestern mit Cyberpunk. Ich glaube, da hat auch niemand mitgerechnet. Nee. Aber samstags geht der Punk ab. Ne, das kann ich dir sagen. Okay. Also ich hatte auch über 3 Zuschauer teilweise. Aber leider hat keiner was geschrieben. Aber ich lasse die Leute dann ja auch. Also, wer nicht mit mir reden will, der muss nicht. Ne? Ist völlig okay. Was geht denn für dich so um nächste Woche? Ja, du, ich habe auf jeden Fall einen neuen Freund. Du hast einen neuen Freund? Mhm. Ich habe bei Lidl gibt es einen Sangria-Trinkschlauch. Oh Gott. Ich dachte, es kommt sonst was. Ein Sangria-Trinkschlauch. Und das ist mein neuer Kumpel, weil jetzt stelle ich mir das Ding nämlich in den Kühlschrank und dann kann ich Sangria zapfen, wann ich will. So, und dann muss ich mich auch nicht mehr wundern, wenn ich dann Migräne kriege. Oder Kopfschmerzen. Ich wollte gerade sagen, dann kriegst du Kopfschmerzen aber von was anderem. Aber du, ultra geil die Idee, ne? Du gehst, also sonst war das ja immer so, ne? Ich meine, Sangria ist ja kann man drüber denken, was man will, ist jetzt nicht unbedingt was der Feinschmecker in seinem Weinkeller hat, ne? So, aber
Früher war das so, da musstest du dann entweder Spanisch essen gehen oder du hast dir so eine Plörre geholt aus so einem Tetrapack, ne, und hast dir dann noch so ein bisschen Obst angeschnippelt, damit es einigermaßen erträglich ist. Aber jetzt richtig guter Genuss. Und Trinkschlauch ist ja stark im Kommen, ne? Da gibt es Muss da ja. denn, ja, muss da denn zwingend Sangria drin sein? Geht da auch alles andere rein? Naja, der ist halt, den kaufst du halt fertig. Ach so, der geht, es ist so fertig, der ist gar nicht Genau. eigenbefüllbar. Letztendlich ist das eine Pappbox, da ist halt dieser Trinkschlauch drin und mit einem Zapfhahn. So, und den stellst du dir dann in den Kühlschrank, dass der schön kühl ist und dann kannst du immer dran gehen und zapfen und Sangria, wann du willst. Unfassbar. Das sind Erfindungen, die die Mensch auf jeden Fall, den noch, der Mensch noch gefehlt hat, der Ja. Menschheit. So ist das. Ja. Das heißt jetzt immer so im Vorbeigehen am Kühlschrank, oh, ich könnte mal wieder. Ja, genau. So. Ne? So, oh, jetzt könnte ich mal wieder. So, ne, mal, ich habe schon wieder ein bisschen wenig Pegel. Und dann, ich fange schon wieder an zu zittern. Ne? So wie Harald Juhnke am Fahrrad. Ne, so, und dann gehe ich mal wieder hin und zapfe mir mal einen wieder ein. Gut. Das klingt dann auch ein Plan für nächste Woche. Meinst du, schaffst du es dann zwischendurch noch zu streamen? Wäre auch mal schön. Ja? Cyberpunk mit diesen grellen Farben im Kontrast und dann so ein bisschen im angetrunkenen Zustand. Ja, genau, sowas. So. Aber dann vielleicht ohne Kamera. Oder gerade eben mit. Und Wirst du dann. dann so, bist du eher so der Typ, der dann eher so errötet, wenn du so ein Nee, bisschen. gar nicht. Aber irgendwann fange ich tatsächlich an zu lallen. Wenn ich mir so richtig einen reinknüppel, so dann. Also wenn ich so voll bin wie eine schwangere Russin, so dann ist sofort. Fange ich an zu lallen. Ne? So, das ist. Knaller. Ja gut, aber es wäre auch mein Highlight. Wäre ein Highlight. Aber du, es gibt ja Streams, wo also so leicht bekleidete junge Damen, irgendwie, wo der Chat dann irgendwas macht und dann muss die einen kurzen trinken. Vielleicht können wir das auch irgendwie einführen. Müssen wir mal sehen. Sprechen wir nochmal mit Naomi Aber drüber. ich wollte gerade sagen, wir ziehen da nicht so viele Leute an, aber ohne das jetzt in irgendeiner Art und Weise, Ja, komm Alex, zeig doch ne? mal deine zart behaarte Hühnerbrust. So, ist doch schön, das will doch hier jeder sehen. So, ne? Ja, so ein bisschen, warte mal, wie nennt sich das? Hot Tub oder sowas, ne? Ja, sowas, ja. Müssen wir halt in einer anderen Genau. Kategorie streamen, nicht immer in der Gaming-Kategorie. Aber ohne Witz jetzt, ne? Ich sehe in Anführungszeichen, machen das ja wirklich vorwiegend Frauen. Ja? Wie geil wäre das bitte, wenn du das als Mann machen würdest und dann so pro Sub eine neue Badehose? Gibt es? Gibt es tatsächlich so einen Typen, der. Ich sag mal, ist kräftig gebaut, so mit Bäuchlein und so, und der sitzt da in so einem kleinen Badebecken für so Kinder so und macht da sein Zeug. Und den kannst du dann, der macht Sachen. Gibt es. Okay, also es gibt anscheinend wirklich nicht mehr was, Also, nichts, was es nicht mehr den gibt. Markt gibt es, Alex. Also, du bist dein Verdammt, Fetisch kann da befriedigt. Dein wieder zu spät, wieder zu spät Fetisch kann da eingestiegen. befriedigt werden. Ja, so, Wir das müssen kann. auch mal agieren, Coach. Wir müssen nämlich immer nur Ja, reagieren, wir müssen auch mal wir brauchen die agieren. Ideen früher, Alex. Wir brauchen die Ideen Ja. früher. Ist gut, dass wir uns jetzt hier regelmäßig treffen. Finde ich So. auch. Ja. Und bei dir? Ja, wie gesagt, wir waren ja schon. Ach so, ja, genau, stimmt. Du hast Urlaub und machst hier deine Sachen. Ja, richtig. Na dann. Dann haben wir ja einen Plan und ja, auch schon einen Podcast Genau, jetzt geschafft. genau. Und so wird das jetzt immer laufen, Naja, Koji. mit natürlich noch Steigerungspotenzial. Richtig. Ne? Ja. Genau. Also dann freuen wir uns, wenn ihr zuhört. Lasst gerne überall, wo ihr uns hört und seht, ein Follow da. Das hilft uns tatsächlich und wir freuen uns auch tatsächlich darüber. Richtig. Und gerne auch Kommentare, wie ihr unseren Podcast findet, wie ihr unseren Stream findet. Ob ihr ihn überhaupt schon mal gefunden habt, kann ja auch sein, ne? So, und oder kann auch drin stehen, lasst es einfach. Also wir nehmen das immer gerne auf, aber wenn es geht, konstruktiv. Also vielleicht nicht direkt im ersten Satz etwas gegen unsere Mütter. Das wäre uns auf jeden Fall ganz lieb. Aber ansonsten sind Genau. wir da für jegliche Kritik offen. Genau. Also unsere Mütter wird aus dem Spiel lassen, weil nicht, ne? Ja. Ja. So, und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und wir wünschen euch einen guten. Sch Ach nee, ist ja Dienstag, ne? Ist ja Dienstag. Ja, richtig. Eine gute weitere Restwoche. So. Ja, ist ja auch Ne? schon bald wieder vorbei, ne? Genau. Bergfest. Also denn. Haut rein, schönen Abend, schönen Tag und bis bald. Ja, Tschüss. bis nächste Woche dann, ne, Coachy? Ja, ist klar. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao. Tschüss.